vorbei, also so, Entschuldigung, Elektroanomalie vorbeischauen. Und ja, ich gebe euch Bescheid, sobald ich dort bin. So, bevor ich jetzt aber noch zur Elektroanomalie rankomme, ne, ich habe jetzt einfach mal probiert, durch die ganze Zeit, wo ich jetzt hier geschwafelt habe, was ich machen werde, ist das tatsächlich, das Artefakt tatsächlich gewandert. Ihr habt das jetzt nicht gesehen, aber was habe ich da rausbekommen? Einen Feuerball mit Verbrennung plus 3, Strahlung plus 1. Okay. Für 4000 Rubel zum Verkaufen. Nicht schlecht, das heißt, das Artefakt im Kristall macht es überflüssig. Den nehme ich natürlich raus, da ich einfach Strahlung minus 2 also haben möchte, falls ich mal irgendwo in ein verstrahltes Gebiet reinrenne. Das, also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Falls ihr mal irgendwie das Problem habt, dass ein Artefakt exakt genau in einer Anomalie reinfällt oder sich rein bewegt, dann einfach mal 5 bis 10 Minuten wandern oder auch 2-3 Minuten und das sollte dann einfach wegwandern. Jo, aber jetzt geht's weiter zur Elektroanomalie. Ladies and Gentlemen, welcome to the party. Ich bin jetzt hier rechts neben dem Maschinenpark, so dieses kleine Stückchen hier entlang gelaufen. Und ihr seht auch schon, das ist eine reine Elektroanomalie. Das heißt, das sehen wir dadurch, indem wir in den Himmel schauen, ob wir hier irgendein Psi-Feld sehen. Das übrigens, das kann ich zeigen, genau so ausschaut. Da jetzt, wo ich die Zahlen habe, die 371,3-1,00-1. Wenn ihr jetzt genau exakt da hinschaut, dann merkt ihr so ein Flackern in der Luft. Und das ist eben die Kennzeichnung für eine Psi-Anomalie und die ist einfach nur sehr, sehr böse. Ja, soll uns momentan egal sein, da trauen wir uns eh nicht hin. Elektroanomalien sind in der Regel meiner Meinung nach nicht so schlimm. Man kann sogar, wenn man sie auslöst, eine kurze Funkenentladung provozieren. Und dann hat mir der YouTuber KVP 2012 geraten, dass man da einfach durchrennen kann. Man hat aber nur 1 oder 2 Sekunden sowas in der Regel. Würde ich euch persönlich nicht empfehlen. Das Problem ist, es ist eine gute Idee an sich, es ist mal gut zu wissen. Das Problem, was ich damit aber habe, ist, ich weiß nämlich nicht, ob sich dahinter, also hinter der Elektroanomalie, vor der ich stehe zum Beispiel, dahinter noch eine befindet. Und das wäre natürlich scheiße, ne? Ich löse die Elektroanomalie, die vor mir ist, aus und laufe in die hinter mir ist, natürlich rein, ne? Und bin sofort tot. Macht natürlich keinen Sinn. So, da ich jetzt leider nicht auswendig weiß, wo sich das Artefakt befindet oder wie ich da jetzt herankomme. Ich glaube, das ist nämlich da unter diesem Strommast. Aber soweit ich mich recht entsinne, wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher. Ich werde es jetzt beim ersten Mal langsam machen. Lampe sollte ich natürlich abdrehen. Wie ihr merkt, sind hier Feinde, Abtrünnige. Und ich möchte nicht gerade von denen bemerkt werden. Oder irgendeine Konfrontation. Schauen wir mal, wie viele das dort sind. Okay, 4 Feinde, mit denen werde ich es mit meiner Penner-Ausrüstung momentan noch nicht aufnehmen können. Aber okay, das sehen wir schon. Genau, das ist unter dem Strommast. Sehr schwer zu erreichen, soweit ich weiß. Aber wir wagen uns da jetzt langsam voran. Lassen uns auf Zeit. Okay, Lampe muss ich leider einschalten. Da durch die Strahlung wird es hier jetzt recht. Okay, scheiße. Ist da was? Nein, aber hier ist was, oder? Yo! Das heißt, ich sollte mich hier hin bewegen können. Und blöderweise, so wie es scheint, bin ich erstens im gefährlichen Strahlenniveau. Das heißt, ich bin im Zentrum der Anomalie. Werde mir hier... Naja, okay, ich sollte vielleicht doch das reinhauen. Ja... Okay, und so kriege ich das auch raus. War jetzt natürlich wirklich im Slow-Motion-Modus. Das heißt, was machen wir? Wir laden und machen das Ganze noch einmal.
Und jetzt wieder schnell. Das war eigentlich gar nicht so schwer, muss ich sagen. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich beim ersten oder zweiten Mal durchspielen oder so irgendwas, bin ich nämlich da von einer ganz anderen Seite gekommen und das war natürlich zehnmal so umständlich. Okay, ich hoffe, die sehen mich nicht. Anscheinend nicht. Sehr gut. Und da wagen wir uns auch schon rein. Und jetzt wieder konzentrieren. Sollten versuchen, dass uns so wenig Fehler wie möglich nur passieren. Und jetzt haben wir auch schon das schöne Problem, dass das Artefakt recht stark bewegt. Und jetzt warten wir einfach ab, nehmen ein Antistrahlungsmittel oder so. Oder auch nicht. Ach, das ist wieder Pech. Das ist wirklich wieder Pech. Einfach nur Pech. Das ist wieder einfach nur Pech. Vorhin hat es geklappt und jetzt klappt es natürlich nicht. Ach, scheiße. Na gut, das dauert mir jetzt schon wieder viel zu lange. Auch wenn sich das Artefakt jetzt genau wieder gezeigt hat. Ja, ich tue wieder laden, weil ich will ja ehrlich gesagt nicht so viel Antistrahlungsmittel und Medipacks benutzen. Da das doch recht hohe Kosten sind. Ja, ich werde das Ding jetzt einfach wieder so, wie ich es jetzt gerade gezeigt habe, rausbekommen. Keine Ahnung, wie viele Versuche ich brauche. Ich hoffe, das ist jetzt der letzte. Und ja, ich gebe euch Bescheid, wenn ich das Artefakt habe. So, da la, ich jetzt habe es jetzt auch tatsächlich beim nächsten Versuch geschafft. Mit etwas Wodka, mit, glaube ich, einem benutzten Medipäckchen. Was haben wir da rausbekommen? Ein Blitz. Elektrizität plus 3, Strahlung plus 1. Ja, ist nicht so schlecht. Für 4000 Rubel. So, ansonsten, die Anomalie, die hier ist, die Psi-Anomalie, da bewege ich mich noch nicht hin. Da habe ich einfach noch keine Chance. Sondern ich werde mich, wenn ich mich wirklich recht entsinne, hier irgendwo hinbewegen. Und werde die nächste Anomalie ins Visier nehmen. Moment, schauen wir mal auf die Uhrzeit. Ah, okay. Ja, ich merke, dass ich das leider in der Episode nicht mehr machen kann. Ich habe jetzt eigentlich heute so gut wie überhaupt keine Zeit zum Aufnehmen gehabt oder hätte das eigentlich nicht machen sollen. Aber ich habe mir gedacht, okay, jetzt will ich euch nicht noch länger warten lassen und ja, nehme ich doch lieber eine Episode auf, lieber kurz als gar nicht. Und ja, schreibt mir übrigens, was ihr, also wie ihr meine neue aufgenommene Stimme, sage ich jetzt einmal, empfindet. Ist es besser, ist es schlechter als das letzte? Weil so wie es mir jetzt auch vorkommt, oder ich habe es jetzt nämlich kurz vorhin ausgetestet, verschlingt dieses Mikro jetzt das neue nicht einige Buchstaben. Mein altes Headset irgendwie, es ist mir die ganze Zeit vorgekommen. Also wenn ich mir meine eigenen Aufnahmen, Let's Play-Aufnahmen anschaue, es wurden tatsächlich einige Buchstaben verschlungen und ich habe teilweise total abgehackt geklungen. Und ja, ich glaube, das ist es jetzt eigentlich nicht. Also ich glaube, oder ich hoffe es mal, man kann jetzt damit zufrieden sein. Ansonsten möchte ich mich wieder mal dafür bedanken, dass ihr eingeschalten habt. Ja, und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch dann wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Let's Play Stalker Clear Sky. Mein Nickname ist Nvidia. Signing out.